dahinter ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal. Zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2 in der letzten Folge. Ist nicht viel passiert. Wir haben eigentlich hauptsächlich Cutscenes uns angeschaut und haben gesehen, dass der kleine Boy abgehauen ist, geflüchtet mit einem Boot. Und unsere Aufgabe ist es heute, da unten im Yachthafen ein funktionierendes Boot zu finden. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass natürlich, wenn wir jetzt da runtergehen, wir nicht alleine sein werden. Wie so oft werden wir hier wahrscheinlich überrascht und werden auf Gegner treffen. Ja, das ist meine große, große Vermutung. Dementsprechend gehen wir jetzt mal hier runter. Ich meine, wir haben jetzt unsere Collage mit dabei, aber die ist eben halt ein bisschen angeschlagen. Die hatte ja ihre OP gehabt, hat leider einen Arm verloren. Durch diesen, ich sag jetzt mal, wie nennt sich das, posttraumatischen Bruch, den sie erlitten hat. Oh, das wird doch nichts. Und ja, jetzt ist die große Frage, wie kommen wir jetzt hier runter? Können wir eventuell den Fahrstuhl nutzen? Also hier so rüber? Oh, hä? Hier. Ich hab dich. Ich schaff das. Okay, krass. Krass. Auf geht's. Dafür, dass sie, weiß. Dafür, dass sie da so Probleme hat. Vorsichtig. Crazy. Komm, Rune, ich fang dich auf. Oder auch nicht. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Okay. Und dann auf Nebenstraßen. Sind Sie sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Sicherer du, wird's nicht gehen. Deine Meinung nochmal? Ja. Er ist zu stur. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Für wen? Achso, für seine Mutti. Sie ist seine Mutter. Ja, ich wollte gerade sagen, also hallo. Wer hat keine Schwäche für seine Eltern? Sind wir ehrlich. Ja. Es gibt gewisse Sachen, die sind halt so, wie sie sind. Ja. Und Eltern gehören einfach mal dazu. So, dann lass uns mal gucken. Sieht aus, als müssten wir außenrum. Wenn ich irgendwie den Zaun kaputt machen, warum müssen wir denn jetzt hier außenrum rumlatschen? Wenn ich hier einfach hier durch? Oder hier durch? Mann. Okay, also, das heißt, wir müssen zum Yachthafen, um hier da runter. Was Schönes zu finden. Warum kann ich hier runter? Das ist immer so die große Frage. Ich lasse mich gerne ablenken. Aber warum kann ich hier runter? Gibt es hier noch irgendwas, was uns interessieren könnte? Nee, aber ich glaube, wir müssen sogar hier runter, oder? Kann das sein? Wie jetzt? Ich muss hier runter und muss mit ihr zusammen. Kann ich hier wenigstens hoch wieder? Nö. Muss ich jetzt hier wirklich mit ihr zusammen schwimmen? Dein fucking Ernst? Halt deinen Arm trocken. Ist schon zu spät. Lol, ist schon zu spät. Heißt es ja Infektion incoming, ey. Also für jeden, der frisch operiert wurde, beziehungsweise der Wunden hat und sowas alles, der sollte sich jetzt natürlich hier nicht unbedingt. Lol, wie ist sie denn bitte von da nach da gekommen? Alter, ist ja Teleportationskünstlerin oder was? Ist ja mal heftig. Heftig. Wie schnell sie ist. Das ist schneller als der Abby. So, dann lass uns mal gucken. Hier ist der Yachthafen. Die Sackgasse. Kannst du hier nicht rüberklettern? So easy going, oder not? Eigentlich müsste das locker flockig funktionieren. Aber Abby sagt, nope. Abby! Ah! Hier drüben!
Du hast was gefunden. Du warst anscheinend besser unterwegs als ich. Okili dokili, hier geht's ab in die Kanalisation. Obwohl, ist ja zum Glück nur, ein Rohr. Das ist ja jetzt nicht alles, ist ja nur ein kurzer Weg. Was trotzdem nicht gut für einen amputierten Arm, der frisch operiert wurde. Ich meine, er ist zwar abgeklemmt und hat auch einen Verband wahrscheinlich rum und eine Schiene. Aber dennoch, schön ist anders. Okay, wie geht's denn hier lang? Ach, hier komme ich nicht durch. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier gelandet sind. Ah, hinter den Trümmern. Okay. So. Das heißt, wir sind hier gleich in... Die Boote sind auf der anderen Seite. Ja, klar. Wir sind zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Finde ich nicht. Also jedes Mal, wenn ich höre außen rum, habe ich immer Schiss davor. Dass hier natürlich dann andere Leutchens sind. Die eventuell keinen Bock haben, dass wir hier sind. Uns angreifen. Weil deren Devise ist ja, wie so oft, zuerst schießen, dann fragen. Leider. Kommen wir hier lang? Kommen wir nicht. Könnten wir hier durch? Nope. Können wir auch nicht. Ich gehe davon aus, wir müssen da oben die Leiter hoch. Was ich aber nicht will, weil ich werde erstmal hier nochmal ein bisschen kurz gucken, ob wir die guten Lot-Stuff in der... Oh, wie zum Beispiel Pillen. Da unten sind... Unten ist nochmal Pille. Nee, ich wollte das nicht lesen. Aber gut, wir lesen uns das mal kurz durch. Okay, wir haben Hangman gespielt. Vicky, sei vorsichtig. Mein Boot wurde heute zweimal beschossen. Du solltest mit dem Kutter lieber weiter rausfahren. Es ist starker Seegang und du wirst vermutlich dein Essen wieder ausspucken. Aber das ist immer noch besser, als von einem Scar abgeknallt zu werden. Wir sollten lieber kämpfen, um den Brutplatz zurückzukriegen. Wenn wir weiter so tief ins Scar-Territorium eindringen, betteln wir ja förmlich um Ärger. Was zum Henker denkt sich Isaac bloß dabei? Vielleicht können wir nach dieser Schicht darum bitten, woanders zugeteilt zu werden. Ich schäle lieber alle Kartoffeln der Welt, als wieder hier erwischt zu werden. Bitte sei vorsichtig, wir sehen uns zu Hause. Kent. Okay. Ja, er wollte versetzt werden und... Le Compagnon sagte wahrscheinlich... Nope, nope, nope. Warum? Wissen wir nicht. So, jetzt können wir hier nämlich auch die Tür aufmachen. Es war mir fast klar, dass sie nämlich von außen geschlossen ist. Und jetzt müssen wir natürlich hier irgendwie nach oben klettern, worauf ich eigentlich nicht so ganz Lust habe. Bleibe auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaffe es, okay? Okay. Okay, also wir hören Schüsse. Und sind natürlich damit wieder in einem Territorium. Bei uns. Ja. Also, was nicht gut ist. Seien wir mal ehrlich, das wird tricky, weil. Ich habe auch kaum Munition. Bin ich ehrlich? Irgendwie. Habe ich hier irgendwie noch ordentlich Munition? Ah, der Flammenwerfer, der könnte nochmal ein bisschen was bringen. Ich versuche mal hauptsächlich mit der Silent-Waffe. Um mich zu gehen. Um zu gucken. Weil jetzt haben wir ja wirklich jeden gegen uns, ne? Also wir haben ja alleine unsere eigenen Leutchen sind ja gegen uns. So wie die Wolves, so wie die... Denen wir jetzt helfen. Ja? Also wir sind eigentlich Rebellen. Und da vorne liegt jemand. Das heißt nichts Judas. Das heißt nichts Judas. Runter! Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja.
Shit! Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Na los! Yo, also, Aufregung pool. Unten bleiben. Ja, unten bleiben, nee, ist klar, weil ist ja auch so einfach. Mein ganzes Team getötet. Ich meine, wir haben den Scheinwerfer kurz gesehen. Scheiß Eindringlinge. Der. Was für Eindringlinge? Den, der das Sichtfeld wahrscheinlich. Wir haben uns hart zugeschützt. Wo ist der? So. Das Schlimme ist, ich habe selber leider kein Scharfschützengewehr. Was habe ich mir bloß gedacht? Ja, tat mir. So, hier triffst du nichts, ne? Super. Okay. Alter! Okay! Er scheint ein guter Scharfschütze zu sein. Noch mal kurz, wir werden uns mal ganz kurz gegenheilen, damit wir hier das Medikit aufnehmen können. Okay, cool, 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 cool. Ich weiß nicht, was das hier alles so clever ist. Alter, der hat aber auch einige schon aus dem Weg verwüstet. Ja, ja, ich bin okay. I'm safe. Kannst du hier auch schneller schwimmen? Hallo? Was war das? Ja, hallo? Kann ich jetzt hier schwimmen? Ist auch nach oben drauf? Okidoki, okay, 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 okay. Also, ich habe keine Ahnung, warum sie das mit dem Tauchen schützt. Vergiss die Straße! Shit! Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Bin direkt hinter dir. Los! In welche Garage? Parking. Ah, okay. In die Garage. Okay, verstehe. Der Karren fällt auseinander! Ach was! Wir müssen weg! Los, los! Manche Sachen verstehe ich nicht. Der Karren fällt auseinander. Wir müssen weg. Los, los. Ja, lass doch los. Meine Fresse, ey. Ach, wirklich? Wir sollten die Eindringlinge verfolgen. Das war jetzt aber tricky. Tricky, 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 weil Steuerung ist manchmal tricky. Gibt's hier noch irgendwelchen Stuff? Nee, gibt's nicht. Hier gibt's einfach wieder nur ein Tor, was wir wieder alleine aufmachen müssen, obwohl wir jemanden dabei haben, der uns helfen könnte.
Aber nein. Warum helfen? So. Was hat er gemacht? Er schießt auf das Auto, damit das Auto explodiert. Er lockt sie zu uns. Oder so. Okay. Ich hab auf die hier. Können wir hier noch hören? Nee, können wir nicht. Madre. Wenn er das Stressbrett bekommt. Halt. Was bist du denn hier? Fängst du jetzt an? Aua! Die hat ganz schön wehgetan. Warte kurz, ich muss mir ganz kurz Gegen heilen. So, warum habe ich hier kaum noch... Shit. Shit. Ja, was mache ich jetzt mit euch, Freunde? Trifft aber auch wie ein König, ey. Alter. Schade. Schade, schade, Popade. So. Wir werden den Scharfschützen das nächste Mal erledigen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß heute bei der heutigen Folge. Lasst ein Like, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne ein Abo dalassen. Und bis dahin sage ich erstmal, eingehauen.